Und wie wird das weitergehen, wenn ich mich auf deine Methoden einlasse? Kaufst du mir dann auch bald meine eigene Bühnenshow? Du wärst nicht die erste Künstlerin, die auf diese Weise berühmt geworden ist. Ich fürchte, I Will Be There ist jetzt schon der totale Ohrwurm. Cooler Song. Das wär schon auch. Ich hab's dir gleich gesagt. Aber gut, dann feiern wir heute einfach einen Song, der nur einen winzig kleinen Fehler hat. Er wurde nicht erst von 50 Plattenbossen abgelehnt, er wurde gleich zum Hit. Okay, ciao. Das war Olli. Ob du es glaubst oder nicht, aber es gibt im Internet bereits ein Fanforum für dich. Nein, das ist nicht dein Ernst. Er hat den Song im Radio gehört und er wollte wissen, wie dein Album heißt. Und dabei ist er auf das Forum gestoßen. Ja, und was schreiben die Fans so? Dass mein Manager ein eingebildeter Gockel ist. Sie wollen vor allem wissen, ob es schon mehr von dir auf dem Markt gibt. Naja, vielleicht sollten wir uns da eher mal darauf konzentrieren, dass es die CD mit I Will Be There zu kaufen gibt. Willst du nicht endlich mal den Brenner anwerfen? Wenn du mit Fingerfarbe das Cover malst. Also, bist du im Boot oder nicht? Heute nicht so gut. Sie ist auf ihrem Zimmer. Nicht mal zur Arbeit wollte sie. Ja, soll ich irgendwas bringen? Nee, das habe ich auch schon versucht. Sie hat irgendwie überhaupt keinen Appetit. Was ist denn mit ihr? Sie hat einfach nur einen schlechten Tag. Hört ihr? Wisst ihr, wer das ist? Oh, das ist ja toll. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Bist du das? Tja, dann hat das irgendwie arrangiert. Es läuft doch alles nach Plan. Anfang des Monats ist die erste Holzlieferung.